ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu 7 Days to Die. Seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, todesmutig, wie versprochen, bin ich hier geblieben. Hab die Stellung gehalten. Hab ein paar Mal gepfiffen die Nacht, ob vielleicht doch ein Zombie kommt, aber es wollte keiner kommen. Nein, so ein Blödsinn, nein. Ich hab mich schön hier verkrochen und hab auf den Tag gewartet. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal runter. Ein Hund. Okay, gibt's hier Fett? Da haben wir aber Glück gehabt, dass der nicht gebissen hat. So, wir brauchen immer noch ein bisschen Stein, ne? Scheiße. Ey, Kleiner. Mach keinen Scheiß hier. Erdnuckel. Erdnuckelchen. Ich brauch Stein. Oh, Schmerztablette. Sehr gut. So, liegt hier ein Stein rum? Komm, ein Steinchen. Komm, machen wir hier. So. Oh, da haben wir einen Schlag, 14 Stein. Perfekt. Können wir den hier doch reparieren. So. Dann können wir uns das Hündchen. Gibt er noch Tierfett? Vielleicht ein bisschen? Ein bisschen noch? Nein, gibt kein Tierfett. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir Post haben. Nein, keine Post. Da ist auf jeden Fall unsere Base, das ist sehr gut. So, und dann holen wir uns hier draußen mal die Zombies. Weil, wenn er so eine dicke Tasche hat, ne? Ich meine, oder hat der ein Fass? Der hat ein Fass am Rücken, ne? Vielleicht explodiert er ja. Okay, explodiert er so nicht. Bushi, mach keinen Quatsch. Du brauchst ja auch nicht angerannt kommen, Mensch. Komm, ey, komm, du bist so gut wie tot, Junge. So, jetzt gehen wir mal zu dem da hinten. Der ist schon despawned, ne? Der hat nichts abgeworfen. Schon wieder zu schwer. Ne, der hat nichts abgeworfen hier. Schade, ich wollte mir auch mal angucken, aber die sind dann so schnell weg. Das ist natürlich dann nicht so der Knaller. Aber wir können da schon mal ausladen gehen in unsere neue Base. Wir brauchen das ja nicht mit zurückschleppen. Na, das mache ich als erstes, dann sind wir auf jeden Fall schneller. Wir bauen da eine Kiste und legen da schon mal Sachen hin und einen Schlafsack vielleicht auch schon mal. Und dann müssen wir wieder Sachen hier rüberbringen. Das ist natürlich ätzend, ne? Wir müssen unbedingt gucken, davon fahrbaren Untersatz kriegen. Oder Taschenmods halt, ne? Aber da haben wir auch noch nichts gefunden bisher. Was sind das eigentlich? Da unten ist das da unten Holz. Da bin ich aber ganz schön angeschmiert, ne? Wenn das Holz ist da unten. Da muss ich die aber ratzefatze aufwerten. Sonst ist mein kleiner Panda-Arsch da oben nicht sicher. Dann hauen die mir die Dinge unterm Hintern weg. Na, 500, das ist nämlich nur Holz. Da ist Beton, aber vielleicht ist das auch nur verkleidet, kann natürlich sein. Will's jetzt auch nicht kaputt machen. Hat irgendwas gehört, aber so. Nochmal ein bisschen Licht machen hier. Da können wir da schön zwei Stahltüren einbauen. Und dann ist mein kleiner Fellarsch hier oben relativ sicher, ne? So.
So, dann gucken wir mal eben gesicherte Kisten. Da machen wir mal direkt. Ups, mehr als zwei geht nicht. Okay. Dann machen wir nur zwei. Die schmeißen wir mal direkt hier an die Wand. So. Einmal. Zweimal. So, dann hinein mit dem ganzen Kram. Was ist denn das? Okay. Den genauen Zweck für dieses Ding ist mir auch noch nicht. Ah, 9 Küken. So, jetzt sind wir wieder leichter, das heißt, wir können weitermachen. Wir haben Tag 6. Holz habe ich rausgepackt komplett, ne? Ja, muss ich ein bisschen Holz machen. Ein paar Frames, weil ich habe keine mehr. Für den Kram habe ich hier keine Zeit, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Ein riesen Apparello hinter der Wand. Eine Mordsspinne. Nicht so ein kleines Ding. So ein richtig fettes Ding. Machen etwas größeren Bogen um die Spinne, würde ich sagen. Na, wir gehen mal hier entlang. So. Monkey. Ich nehme mal lieber hier den Knüppel wieder zur Hand. Na komm. Oh, 2 Stück. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Lebensmittelfabrik, das ist gut. Da gucken wir auch mal, da steht eine Werkbank. Das wäre der Oberknaller, wenn die geht. Schon mal eine Werkbank. Und da direkt in der umliegenden Nachbarschaft. Die funktioniert. Och, ist das schön. Okay, wir haben eine Werkbank gefunden. Wunderbar. Oh, Honig. Da gucken wir später rein. Das können wir uns für die Nacht aufheben, das Haus. Den Briefkasten, den werden wir noch mal. Oh, ein Buch. Speerjäger. So, der Speerjäger. Gut, dann gucken wir mal da in die Bude. Aber wenigstens mal so ein kleines, das ist auch nicht schlecht hier, das Ding, ne? Knüppel. Oh oh, nicht gleich so viele. Wenn ihr hier alle kommt, dann macht die Türe zu. Dann bleibt da drin. So nicht. Ich sagte so nicht. Ich bin neidisch auf dein T-Shirt, mein Freund. Auch wenn es dreckig ist, aber ich bin neidisch. Der hat doch hier was fallen lassen. Habe ich doch gehört. Der hat doch was fallen lassen hier.
Das hat doch geklimpert. Ist da weggebackt? Oh. Das hört sich aber hohl an, mein Freund. So, der hat auf jeden Fall was fallen lassen. Das habe ich gehört. Ich habe nur nicht sehen können. Ist nur... Gucken jetzt erstmal hier. Nochmal Honig, sehr gut. Na ey, jetzt komm, aber nicht von da hinten. Oh oh, ein Demolisher. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ein Vogelnest. Ich muss den zum Explodieren bringen. Der juckt den gar nicht, kann das sein? Der kriegt gar keinen Schaden hier. Was ein Kack. Was mache ich denn jetzt mit dem? Schockschwere Not. Hirsch. Möp. Tierfett brauchen wir. Lasst mich bitte erst den Hirsch abbauen. Oh, schon wieder. Hopp. So. Ups, da ist ja noch einer. So nicht. So, der doofe Demolisher, der steht da. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ja, aber der war freundlich. Der hat gewartet, bis wir die getötet haben. Und ist dann erst auf uns zugekommen. So, jetzt müssten wir aber die Butze da leer haben, ne? Puh. Ist nichts. Da ist ein Tresor. Aber wir haben Dietrich dabei. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Mm-mm. Kein Glück. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Und jetzt haben wir keinen Dietrich mehr. Doch, wir haben noch Dietriche. Oh, die Spinne. Noch ein Demolisher. Ihr habt's geahnt. Hab ich jetzt beide hinter mir? Ne. So ein Scheiß. Und der Demolisher kommt auch. Muss die Beine in die Hand nehmen. Nicht so schnell. Wie viele Demolisher sind denn da in der Bude? Ja, da. Küken. Kein Küken, aber auf jeden Fall Eier. So. Okay, dann gucken wir nochmal. Irgendwann kommen wir mal weiter hier. Meine Güte, wo kommen die alle her? Ist da hinten ein Nest oder so? Bin immer noch neidisch auf dein Shirt. Gibt's doch gar nicht. Da muss noch ein Nest sein. So groß kann die Bude doch gar nicht sein, dass hier so viele Leute drin waren. Da ist noch ein Demolisher. Jungs.
doch gar nicht. Kann er hier nicht laufen mit dem ums Haus rennen? Okay, der hat sich da festgeeiert. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss den töten. Ne? Das ist immer einer der gleiche, der spawnt nur wieder da. Da ist er nämlich schon wieder weg. Na, weg ist er noch nicht. Okay, ich versuche nochmal. Ich meine, wenn jetzt nochmal einer rauskommt, dann müssen wir den definitiv töten. Dann kommen wir da nicht drum rum. Das hatten wir leer gemacht. Und da, wo der Demolisher steht, da war noch eins, ne? Genau. Pack erstmal schnell ein. Keine Zeit zu gucken. Was habe ich denn getan? Lass doch den Scheiß sein. Der kriegt nicht mal Schaden. Seht ihr das? Oh oh. Oh oh. Autsch. Autsch. Autschi. Autschi. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt. Ja, war so jetzt nicht geplant. Gut. Müssen wir unseren Rucksack holen. Auf jeden Fall ist der Demolisher jetzt weg. Er hat uns zwar mit in den Tod gerissen, aber weg ist weg. Wenn er jetzt gleich nochmal einer kommt, ne? Nee, ich habe leider keine Zeit, um mit euch zu spielen, weil ich habe nämlich keinen Knüppel. Liebe Freunde. Cookies, 3 Stück. So. Die Beine in die Hand nehmen. Schnell wie der Wind. Geschwind zum Rucksack. Ich hoffe jetzt auch, mein Rucksack ist noch da und nicht verschüttet oder so. Halt, hier war ein Vogelnest auf jeden Fall. Leider keine Küken. Puh, Schwein gehabt. So. Himmel, hat der ein Loch hier reingerissen. Ödlandschätze, die können wir lesen, ne? Mist. Zombies, okay, nur nicht noch ein Demolisher. Wo geht's denn hier hin? Da ist ein Tresor drin. Okay, aber wir haben kaum noch Dietriche. Heißt, der Tresor ist jetzt nicht so. Hunde. Boah, das ist ja ein Riesending hier, ne? Ein Spooky!
Ne, das ist wieder so ein Vieh. Nein, 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 nein. Das ist wieder so ein doofes Vieh. Das sind zwei von diesen doofen Viechern. Nein, nein, nein. Okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Seid mir nicht böse, aber ich bin weg. Ich bin... Ich... Oh, 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 ein Fuchs. Nun? Ja, genau. Renn du ruhig da rein. Wunderbar. Ich, puh, hab mir gerade ins Fell gemacht. Puh. So, erstmal die Sachen wegbringen. Erstmal unseren Loot. Erstmal unseren Loot retten hier. So, die könnten wir eigentlich mal hier tragen. Dann ist, ja, haben wir das Röckchen aus, ne? So. Und nochmal Fleisch, wunderbar. Alla, malla, malla, da kommt auch weg. Der kommt wieder nach hier vorne. 126 Schuss nur noch. Und die Horden nach Chip vor der Türe. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Okay, liebe Leute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge genau hier wieder. Hier warte ich auf euch. Werd mir die Zeit vertreiben und mir vielleicht überlegen, welches Haus wir als nächstes looten. Also da gehen wir jetzt erstmal nicht wieder rein in die komische Bude da hinten. Das ist mir doch dann zu, also ohne Munition dann doch zu gefährlich, würde ich sagen. Genau. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall bis zur nächsten Folge einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Und wenn ihr mich glücklich machen möchtet, mich kleinen Panda, dann hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar, ein Abo und ein Däumchen oder läutet auch noch die Glocke. Ja, das würde mich schrecklich glücklich machen. Bis dahin, bye bye, euer Dexter.